ihr Lieben, hier ist wieder Claudia von Trust the Dog. Heute möchte ich euch einen Trick vorstellen und zwar heißt der bei mir Home. Warum solltet ihr euch das Video angucken? Weil ihr könnt mit diesem Trick könnt ihr den Hund aus brenzligen Situationen, aus gefährlichen Situationen herausholen. Ihr könnt den Hund sauber einparken. Ihr könnt eventuell auch den Trick für Sportarten, wie zum Beispiel fürs Hupern benutzen. Das heißt, wenn der Hund irgendwo parken muss, könnt ihr diesen Hund sauber absetzen und dann könnt ihr mit eurer Sportart beginnen. Bleibt dran, ich erzähle euch, wie es geht. So, bei mir heißt der Trick Home. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Situation, ihr geht durch die Gegend, also ihr seid auf einem schönen Spaziergang und es kommt euch jemand entgegen, vielleicht sogar ein Mensch-Hund-Team. Ihr möchtet aber nicht, dass euer Hund dorthin geht, ihr wisst aber nicht so genau, aha, wie kann ich meinen Hund bei mir behalten. Dafür ist der Trick wirklich Gold wert, das heißt, ihr braucht euch nicht mehr von eurem Hund durch die Gegend ziehen lassen, er möchte dahin, er möchte dahin, er möchte zu dem Hund eventuell. Ihr könnt den Hund sauber einparken, das heißt, es kehrt Ruhe in euer Team ein und ihr könnt den Hund kontrollieren. Ihr könnt dem Hund Sicherheit geben, das heißt, das ist ein toller Trick, dass der Hund sich bei euch einparken kann und somit ihr dem Hund signalisiert, es passiert dir nichts, du bist hier sicher, du bist hier safe. Dann kann man diesen Hund im Hundesport zum Beispiel auch ganz, ganz toll gebrauchen. Man kann zum Beispiel beim Hupern, für alle, die nicht wissen, was Hupern ist, könnt ihr gerne mal auf meiner Seite www.hundeschule-nusse.de gucken. Das ist eine super tolle Beschäftigungssportart für Hund und Mensch. Und da muss man den Hund fixieren, also hinsetzen und am besten auch gerade hinsetzen, so in Laufrichtung der Hups. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit, den Hund ohne viel Tamtam und Hektik einzuparken, sitzen zu lassen und man entfernt sich von dem Hund. Man kann daraus eine ganz tolle Vertrauensübung machen. Das heißt, der Hund lernt, dass der Mensch über den Hund steht. Das heißt, der Hund fühlt sich da nicht so, also nicht unwohl, sondern lässt es zu und fühlt sich dabei gut. Er bekommt da eine Bestätigung. Der Hund wird sauber eingeparkt, ohne blöde Energie, ohne rumzuzuppeln und ohne an den Hund rumzudrücken. Es ist eine tolle Teamarbeit. Und man kann den Trick zum Beispiel auch in der Stadt benutzen. Ihr kennt das ja sicherlich, wenn ihr mal mit dem Hund in die Stadt geht. Das sind schmale Bürgersteige und es kommt ein anderer Hund entgegen oder vielleicht ein Kinderwagen oder ich weiß es nicht was. Und ihr habt nicht so wirklich viel Platz und euer Hund kann das eigentlich auch nicht so gut aushalten. Dann könnt ihr euch an den Rand stellen und könnt euren Hund bei euch einparken. Also ihr hört schon, ich sage jetzt einparken. Bei mir heißt es Home, bei einigen heißt es Mitte. Was auch immer ihr euch da ausdenkt, was für ein Signal das nachher letztendlich heißen oder bedeuten soll, wie dieser Trick heißen soll, das könnt ihr euch ja selber überlegen. Also ihr seht schon, dieser Trick ist für ganz viele Situationen zu gebrauchen. Also es ist ein sehr, sehr wertvoller Trick und wie ihr dem Hund das beibringt, das zeige ich euch jetzt. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie man den Trick aufbaut. Ich zeige euch mal das Endprodukt, also wie das nachher aussehen sollte. Kasper, rum. So sollte das nicht aussehen. Ja, nur andersherum. Ich zeige euch das nochmal. Du kleiner Döschi. Kasper, wo? Ah, so soll das aussehen. Und am besten natürlich auch so, dass der Hund das aushalten kann, dass ihr absteigt und dass ihr euch vielleicht sogar entfernen könnt. So soll es aussehen. Wie bringe ich dem Hund das bei? Das zeige ich euch jetzt. Ihr nehmt ein Leckerli und ihr schmeißt dieses Leckerli hinter euch. Wenn der Hund dann das gefressen hat, dann zieht ihr den Hund zwischen eure Beine. Kasper kann das natürlich jetzt schon. Ne? Das heißt, zwischen eure Beine. Und wenn der Hund sich noch nicht gleich hinsetzt, ist es überhaupt nicht schlimm. Dann gibt ihr auf jeden Fall schon mal das Leckerli. Muss gar nicht im Sitzen sein. Ne? Und ich würde gleich mit einem Auflösesignal arbeiten, weil ihr braucht das ja nachher, dass der Hund sitzen bleibt. Kasper, ich zeige es nochmal. Also ihr werft ein Leckerli nach hinten. Wenn der Hund das Leckerli gefressen hat, stellt ihr euch breitbeinig einmal hin und der Hund soll bei euch einparken. Wenn er kommt, bekommt er gleich ein, also wenn er zu euch kommt und da sich eingeparkt hat, dann bekommt er ein Leckerli. Hier, ich zeige es nochmal. Optimalerweise, viele Hunde setzen sich gleich hin. Wenn der Hund es nicht macht, dann macht ihr Folgendes. Nach hinten schmeißen, breitbeinig hinstellen, Hund locken. Und so ein bisschen nach oben ziehen und dann wird der Hund sich hinsetzen. Das heißt, wenn ihr das Leckerli nehmt und ihr zieht dem Hund so ein bisschen nach oben, dann gebt ihr das Leckerli im Sitzen. Okay? Es wird noch kein Signal draufgesetzt. Der Hund hat ja noch gar keine Idee. Das heißt, ohne Signal. Ich mache es nochmal.
Das Leckerli werfen wir nach hinten. Wenn der Hund gefressen hat, wird er hier hingelockt, zwischen die Beine. Es wird hier bestätigt. Jetzt kommt der nächste Schritt. Und zwar wollen wir, dass der Hund sitzen bleibt. Und das würde ich wie folgt machen. Wenn der Hund zwischen euren Beinen sitzt, dann würde ich ihn füttern, während ihr absteigt. Klick, auflösen. Das heißt, dass der Hund lernt, wenn er zwischen euren Beinen ist, klick, würde ich schon einen Klick geben, dann füttern wir den Hund in dieser Situation, wir füttern ihn fest. Das heißt, dass er nicht aufsteht und dass er auch hier nicht aufsteht. Dass er nicht aufsteht, dass er nicht aufsteht, dass er nicht aufsteht, dass er nicht aufsteht. Und fertig. So habt ihr, könnt ihr da Länge reinziehen. Das heißt, dass der Hund auch während ihr absteigt, sitzen bleibt. Weil für die meisten Hunde ist das nämlich eine ganz schöne Herausforderung, im Sitzen zu bleiben, während der Mensch diese Bewegung macht. Vor allem, wenn man mit einem Bleib arbeitet. Jeder, der in meiner Hundeschule ist, weiß ja, dass ich nicht so gerne mit einem Bleib arbeite. Warum nicht? Weil ein Sitz ist ein Sitz und ein Platz ist ein Platz. Also das heißt, wenn ihr dem Hund beigebracht habt, ein Sitz ist ein Sitz, dann wird er ja sowieso länger sitzen bleiben, auch wenn ihr das hier macht. Ne? Aber das ist jetzt nicht das Thema. Wir wollten ja das Einparken üben. Ich zeige euch noch einmal ganz kurz den Aufbau. Das heißt, wir werfen ein Leckerli nach hinten, der Hund frisst das Leckerli, wir stellen uns breitbeinig hin. Manche Hunde muss man so richtig locken, das heißt, ihr schaut so ein bisschen zwischen eure Beine und lockt den Hund vielleicht ein bisschen, der sagt, ey, was ist denn da, und kommt auf euch zugelaufen. Während er zwischen euren Beinen ist, kriegt er schon mal das erste Leckerli. Erste Stufe. Dann könnt ihr das, könnt ihr den Hund dann ins Sitzen bringen, indem ihr das Leckerli so ein bisschen nach oben zum Himmel führt und der Hund wird dem Leckerli folgen und wird sich dann hinsetzen. Zweiter Schritt, wenn das dann schon ganz gut klappt, dann könnt ihr ja das Absteigen oder das Rübersteigen üben, sodass der Hund sitzen bleibt. Jetzt werdet ihr euch fragen, hä, wann kommt das Signal? Das Signal kommt erst, wenn der Hund verstanden hat, was ihr eigentlich wollt. Das heißt, ihr schmeißt ein Leckerli, der Hund ist dort hinten und wenn ihr wisst, er kommt sowieso gleich auf mich zu, und setzt sich hier hin. Wenn ihr das wisst, Kaspar ist so schnell, wenn ihr das wisst, erst dann kommt kurz vorher das Signal rauf. Das heißt, ihr schmeißt das Leckerli nach hinten, stellt euch schon mal in Position, der Hund ist gerade auf dem Weg zu euch, also will gleich zu euch kommen, dann sagt ihr, also bei mir heißt es Home, und dann kommt der Hund in die gewünschte Position. Ich zeige es nochmal. Prima. Super. Ja, das ist der Trick Home. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Üben und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Video. Tschüss.